Ich glaube, das wäre eine sehr herausfordernde Vision, aber wir brauchen sie. Wie wird eine Welt dann aussehen? Ich glaube, wir werden noch mehr Fokus auf Ressourceneffizienz natürlich legen müssen, aber auch die Transformation von den unterschiedlichen Energieträgern, die wir dann haben werden. Und da wird es noch wichtiger sein, dass wir keine Effizienzverluste haben, dass wir die entsprechenden Normen und Standards haben, die dadurch nicht nur Sicherheit, sondern eben auch einen Wert schaffen werden. Wir brauchen mehr größere Schnelligkeit, glaube ich. Wir brauchen auch international noch eine bessere Zusammenarbeit, denn nur national können wir das nicht lösen. Auch europäisch allein können wir das nicht lösen, denn es braucht für so eine Vision auch eine Arbeitsteilung. Und da helfen wieder Normen und Standards, weil das die Sprache ist, mit der Sie miteinander kommunizieren. Die Normung gibt einerseits Sicherheit, sie setzt den Rahmen, sie erlaubt die Kommunikation miteinander. Aber was kann sie noch tun? Indem sie selbst auch schneller wird. Indem wir diese Zukunftstrends schon frühzeitig in den Normungsprozess mit einbringen und dadurch die Generierung von Normen beschleunigen. Dass wir nicht erst die Produkte und alles fertig machen, sondern in dem Prozess der Entstehung bereits die Normung mit am Tisch haben und dadurch einen Mehrwert generieren.